Hallöchen Menschen da draußen, was geht? Und herzlich willkommen zu einer weiteren Twitch Clips Germany Reaction. Wir sind heute bei Folge 197 angekommen und ich würde sagen, wir gucken mal nach, was Clippy da für uns vorbereitet hat und was uns da so erwartet. So. Ups. Ich kann klicken. Ich bin gut darin, Knöpfe zu drücken. Das wird schon. Gemeinsame Anmod. Wie sieht sowas aus, Lilly? Stream Games. Du wolltest schon immer deine eigene Quizshow veranstalten? Mit Stream Games ganz leicht möglich. Einfach die Quelle in dein OBS einfügen. Wähle zwischen verschiedenen Quiz- und Trivia-Shows. Du kannst Fragen einstellen, Farben anpassen und auch Chat-Interaktion ist möglich. Veranstalte auch du professionelle Game-Shows wie Pizmeet, Vlesk und Dalukart. Glaube 17. 17 ist leider nicht... Ich gehe hier rein mit 17. 17 ist die immer noch falsch. Das alles bei streamgames.tv. Immer noch falsch, hat sich nichts dran geändert. Tja, ungünstig. Oh, bei Fragen gerne Twitter oder Discord. Schere, Stein, Papier. Ha! Gewonnen! Best of three. Was? Fliehe von dem Ventilator, weiche Hindernissen aus und falle nicht herunter. Yes, we try. Wir geben alles. Jonas, let's go. Wir holen uns den Sieg. Da kam das erste Hindernis und er ist grandios rausgeflogen. Wupp, wupp. Du kaufst bei Granaten. Hab ich. Und dann kannst du die einfach mit dem Mausrad, glaube ich, durchscrollen, oder? Du hast auch Mausrad. Ah. Und dann kannst du die da hinschmeißen. Das ist sehr schnell eskaliert in eine nicht so gute Richtung. Ich glaube, da ist viel kaputt gegangen. Das sah nicht gut aus. John, ich hoffe für dich, dass du alle Haken kaputt gemacht hast in meinem Umkreis. Boah, da war sie ja richtig unaufmerksam. Ich erinnere an die letzte Challenge, die wir gespielt haben im Januar, die City Life Challenge, die nach dem zweiten Stream endete, weil mein Stim gestorben ist. Wir müssen jede Vorkehrung treffen, dass wir überleben. Ach komm schon! Das ist ein bisschen unpraktisch. Ey, ganz ehrlich, Sims ist so ein Spiel, das habe ich früher voll gerne gespielt. Ich bin echt im Überlegen, irgendwann wieder mal Sims zu zocken. So, dann on-stream. Ich schicke euch alle Signale. Ich lächle jetzt für eine ganz bestimmte Person in die Kamera. Für eine ganz bestimmte Person. Wisst ihr, wie sehr... Also, ja, es ist witzig. Aber wisst ihr, wie schwierig das actually ist? Also, kurz mal Real Talk. Es ist leider unheimlich häufig der Fall, dass Zuschauer denken, Streamer schicken Signale raus, wenn sie zusehen. Zum Beispiel, Zitat, Katja freut sich immer ganz besonders, wenn ich in ihrem Stream reinschaue. Dann lächelt sie nämlich immer besonders glücklich. Das bedeutet, sie mag mich als Zuschauer mit Abstand am meisten. Zitat Ende. Ja, ich habe unterschiedliche Reaktionen, wenn Menschen reinschreiben. Beispielsweise, wenn eine Person reinschreibt, die ich aus IRL kenne, die ein guter Freund von mir ist, die dann in den Chat reinschreibt, ey, Connor, was geht? Und ich mich einfach freue, weil ich diesen persönlichen Bezug dazu habe. Das ist aber nicht generell der Fall. Und ich weiß, sie zieht das gerade einfach nur super witzig aus und der Joke geht in ein bisschen eine andere Richtung. Aber es gibt wirklich sehr viele Menschen, die das falsch verstehen und das ist keine Einzelheit. Und das ist ganz, 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 ganz so schwierig. Das ist ganz, ganz, ganz schwierig. Ja. Das waren aber auch irgendwie deutliche Signale von ihr. Hey Leute, ich bin...
bin's heute wieder, euer Gamer-Girl Milchbaum. Und damit ihr heute auch nichts vom Spiel seht, sondern nur all eyes on me sind, habe ich euch hier heute ein kleines Bild vom Spiel eingefügt. Ich weiß, ihr seid sehr an dem Spiel interessiert, aber trotzdem zeige ich euch... Ich, wenn ich Just Dance streame. Ich nur meiner. Ach Gott. Ich wollte gerade sagen, meine Hackfresse, aber das wäre ein bisschen gemein gewesen. Ich habe mich noch gebremst. Ich würde das dann im schlimmsten Fall, wenn sie das gar nicht machen kann, versuchen, die Haare selbst zu zu fixen. Vor allem, ich finde es halt immer so gut. Möpi ist eine Streamerin. Bei ihr habe ich schon teilweise ein, zwei Sachen geguckt, bevor ich selbst auf Twitch als Streamer unterwegs war. Ich finde ihr Model einfach so funny, ey. Ficken. Süß zu fixen. Was ist denn mit der Frau, wenn man auf die Frau drückt? Passiert auch nichts. Ich will mich nicht aufs Klo setzen. Warte, ich mach mal so meine Beine nur drauf. Okay, es müsste vom Druck her reichen. Okay, Popo. Oh. Jetzt. Was hat sie erwartet? Was hat sie erwartet, ey? Also, ich war schon mal in Japan. Und ja, diese Toiletten sind ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber ich muss zugeben, sie sind so viel angenehmer als diese anderen Toiletten, die wir hier so in Deutschland haben. Sie sind so viel angenehmer. Aber es ist so ein bisschen so ein 50-50-Ding. Wenn du in Japan unterwegs bist, welche Toilette du bekommst. Entweder bekommst du die übelste Hightech-Toilette, die dir den Klo abputzt, dich abtrocknet. Und wenn du dich draufsetzt, auch noch Vögelmusik zwitschert, damit niemand dich beim Pinkeln hören kann. Oder du bekommst Stehtoiletten, wo du dich in die Hocke setzen musst und irgendwie hoffst, dass alles funktioniert. Das ist dein 50-50. Wie schaffst du? Wir geben da noch eine Magie ist Minuten, das, die oder? Immer die Gläser vertauscht. Ich weiß auch nicht. Ich weiß ja auch nicht. Ja, das ist in die Schere floh. Nein, never. Ey, was sagst du, Bro? Ja, Bro. Also, ich bin... Ich wette, Katja hat das mitbekommen. Weiß halt nicht, ob die, wenn die noch dunkler wird, ob das geiler wird oder eher schlechter. Oder auch nicht. Oh, als ob das doch geklappt hat. Oh mein Gott. Oh mein Gott! Oh! Also mies. Ich mag die beiden gerne, aber in Kombination sind die beiden, sagen wir, motiviert. Wie es ist. Mach dir auch selbstbewusst. Sag so, wie es ist. Das wird ein neuer Lebensabschnitt. Ich sag's, wie es ist. Meint ihr gerade, er mag die beiden gerne und denkt gerade Milchbaum und Jenyan, obwohl da Milchbaum und Milchbaum ist? Ich bin verwirrt. Also, nee, ich habe im ersten Moment gedacht, das ist nicht Sonja links, das ist Jen. Dann habe ich das gemerkt und habe es einfach so stehen lassen, Chip. Wer ist es? Es ist... Oh mein Gott, ist der gut! What the fuck? Das ist Lachsmann jetzt, okay. Das ist der Lachsmann. Aber der Charakter ist zu gut. Lachsmann ist scheiße. Da ich das verlang. Ich hätte auch gerne ein Hightech-Klo, aber die Dinger sind mir einfach zu teuer. Absolut nachvollziehbar. Absolut nachvollziehbar. Also wie gesagt, ich find die Klos auch mies cool dort, das muss ich schon zugeben. Aber Japan hat halt auch einen unheimlich hohen Stromverbrauch. Das liegt zum einen an diesen ganzen Vending-Machines und zum anderen halt eben an diesen massiv vielen Hightech-Toiletten, die halt auch einfach voll gut Strom verbrauchen. Und ja, ne? Zu dir und die Sprache. Was ist los, Matti? Was ist das für Musik? Da kriege ich ja direkt das Würgen, Alter. Nicht auf die gute Art und Weise. Warte, lass mich kosten. Matti ist aber auch so musikempfindlich, ey. Oh, Mann. Wasser. Ihr kennt das. Wasser. Widerwärtig. Doch nun, Waterdrop. Drop. Drop. Zack.
So, das ist meine Runde. Ich finde aber auch seine Art, Werbung zu machen, irgendwie funny. Ich glaube, da muss ich mir ein bisschen was noch abgucken. Jetzt. Oh. So. Oh. By the way, Chat, es tut mir super leid, dass wir kein Anno zocken. Also eigentlich war ja Anno bei mir fest. Ich bin halt aber auch wirklich so mies in diesem Spiel versunken, wenn ich dieses Spiel spiele. Ich kann nicht mehr nebenbei denken. Es ist ganz schlimm. Es ist ganz schlimm. Ich habe eigentlich in dem Moment nicht von Anno gesprochen, sondern von Layton, weil ich spiele ja eigentlich auch gerade mit euch Professor Layton und ich habe sehr viel Spaß an Professor Layton, aber ich kann gerade nicht Professor Layton spielen, weil ich dann nicht Anno spielen kann. Anno. Wenn ich aber nicht schlafen gehe, dann bin ich quasi immer pünktlich. Wenn ich wach bin, dann schlafe ich nicht. Nein. Ajo, ich muss aufpassen, ich nicht jetzt gleich versehentlich, weil ich jetzt mich hier sicher fühle, in eine Sprengfalle laufe. Na? Hab ja einige gerade ein paar Zufall gesehen, wollte mich schon einen ranschleichen und dann so, oh ja, oh, da ist ein Draht. Drei? Ich kann nicht runterzählen. Ich sehe halt nichts. Du hättest mir es auch ins Gesicht schmeißen können. Oh, das hättest du nicht sagen. Ja. So. Können wir das mal kurz abstellen? Das hättest du nie sagen sollen. Oh, scheiße. Wird erledigt. Reparaturkit on for then. Der Dino. Wow. Also, ich weiß und ich verstehe auch, dass das übel... Ich kann das nicht aufheben. Oh. Oh, Alba. Ich war heute kurz beim Bäcker. Chat. Und ich wollte mir ein Käsebrötchen bestellen. Also ein mit Käse überbackenes Brötchen. Und ich habe mich sehr darauf gefreut, weil ich Käse überbackene Brötchen sehr lecker finde. Laufe da so rein, sage, Entschuldigung, haben Sie noch ein mit Käse überbackenes Brötchen? Da meinte er so, ja. Ich habe noch ein einziges. Und dann nehme ich das und muss lachen. Und er guckt mich an. Lachen Sie gerade, weil das letzte ist und jetzt keiner mehr eins bekommen kann? Und ich so. Ich total überfordert. So. Ja, und weil ich Käsebrötchen mag. Und dann habe ich bezahlt. Und dann, ich weiß nicht, ob irgendwas passiert ist in diesem Bezahlvorgang. Aber als ich ihm dann so das Geld hingelegt habe und Tschüss gesagt habe, war er kurz vorm Heulen. Und dann habe ich mir auf dem Weg vom Bäcker zur Bahn so Vorwürfe gemacht, dass ich dieses Käsebrötchen gekauft habe, dass ich es gar nicht genießen konnte. Ja. Also, ich weiß nicht, ob er wegen diesem Käsebrötchen dann so halb geheult hat oder was in diesem Bezahlvorgang passiert ist, aber irgendetwas ist passiert, als ich gesagt habe, ja, ich freue mich auf ein Käsebrötchen und ihm das Geld gegeben habe. Irgendwas muss da passiert sein. Ich hab's nicht mitbekommen. Ah! Oh Gott, ist die blöd? Ja, hä? Ich glaube, hat sie mich jetzt verloren? Oh, oh. Oh Gott, die steht doch direkt vor mir, die blöde Kuh. Aber verratet kein Besitzer einen seltenen Tarnumhang. Lol. Achso, ja. Greenscreen. Ich war gerade so. Ich hab. Wow. Dalu ist weggegangen. Dalu ist weggegangen und ich konnte Kill machen. Smooth Criminal. Komm, Chantau, nehmen wir da mit. Komm. Reinstechen. Vivi. Reinstechen. Ja.
Erfolgreiche Runde. About everybody say about the bad, 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 the bad is away. I want a bad, 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 the bad is away. Also, ich danke dir von Herzen für den Raid. Alle Neuen hier und auch alle alten Hasen, macht's euch bequem. Ich bin gerade ein bisschen überfordert. Hi. Keine Sorge, das bekommt man mit. Das hättest du nicht erwähnen müssen. Ja, cool. So viel zu ein bisschen überfordert. Ja, ja, das Auto seit sind wir alle. 10 Sekunden. Alles gut. Oh mein Gott, noch einer. Ja! And even laughter that has been absent from this house for so long. Oh! Ich doch! Nein. Spiel deinstalliert. Nein. Das war's. Ich bin raus. Ich find sein Abo-Ziel gut. Leute, Ziele sind gesteckt. 50.000 Abos. Let's go. Das war's. Oh, 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 oh. Wieder falscher Haufen. Wow. Hui. Gerade noch so die Kurve gekriegt. Boah, Leute. Das sieht so fein aus. Scheiße. Das war jetzt der falsche Haufen. Nein, ich bin ein Trottel. Ich habe ein ganzes Weilchen gebraucht. Aber, also das Problem ist, eigentlich war es mir klar, aber dann habe ich da doch vom Kopf her echt lange gebraucht, bis mir klar wurde, dass der nicht zockt. Das hat lange gedauert. Also eigentlich auch nicht, aber gefühlt hat es lange gedauert und jetzt bin ich mir voll unsicher. Wäre jetzt lustig, wenn wir so ganz random einfach diesen Code erraten würden. Was zum Fick? Was ist das für ein dickes Emote im Hintergrund? Das ist eine Katze mit einem fetten, unangenehmen Schwanzzillin. Und wenn du mir das nicht glaubst, das ist genau die Beschreibung von Amazon für diese Plüschfigur. Die flache Seite. Mr. Fire, was ist die flache Seite? Ist das die flache Seite? Ja, aber... Das bringt doch nichts. Ich weiß nicht, was ihr wollt. Wie soll denn das gehen? Da tue ich mir eher selber weh, als dass da... da passiert nichts. Alter, guck mal, die Kuh da oben. Der Creeper von der Nähe steht und gleich Bumm machen wird. Der war aber hier irgendwo. Blöde Spinne. Wo ist der Creeper? Und dann würde ich sagen... Okay. Oh. Hi, ist alles okay? Oh. Oh, Mann. Oh. Hast du dir wehgetan? Oh. Potsdam? Das hängt auch mit... War das Potsdam? Safe. Es liegt alles in Bayern. Wartet, es war safe Potsdam. Hey Siri? Was ist die Hauptstadt von Polen? Oh. Dabei weiß doch jeder, dass es Rostock läuft bei dir. Ah. Pole Dancing ist echt ein cooler Sport. Also da gehört einfach so mies viel Körperspannung dazu. Ich habe ja auch ein bisschen dazugelernt, ne? Ich habe ja ein bisschen dazugelernt. Und es ist mir schon ein paar Mal aufgefallen, wenn es irgendwie so um die Auswahl der Kollegen geht und so. Ja, speziell bei Matteo. Ich glaube, Matteo hasst uns. Echt? Scheiße. Ich glaube, ja. Matteo, hast du? Jetzt ist es raus. Shit. Mach ich jetzt?
Ich kann euch sogar den Grund sagen. Ich habe 2018 gegen Flo in der Lobby von einem Hotel Armdrücken gemacht. Und da hat er mich besiegt. Flo, du musst die Leute doch auch mal gewinnen lassen. Flo, wenn du den Leuten nicht das Gefühl gibst, dass sie irgendwas in ihrem Leben erreichen können, dann wird das doch auch nichts, ey. Und seitdem meide ich seine Nähe. Gleich nochmal, bitte. Der läuft mir gerade weg. Boah! Boah, bitte, bitte, bitte. Boah, ich muss voll rülpsen, ey. Boah, Alter. Warte, kann man das hier muten, ey? Jetzt muss ich nicht mehr, scheiße. Ich kann da drücken, pass mal auf. Ja, klar, ich hab gerade gemacht, dass du angemutest oder was. Mies. Hey, das ist in etwa so, wie ich aime. Fuck, meine Pizza! Oh no! Ja, Cross ist gut, aber nicht schwarz, also. Na, sagen wir so, ich glaube, Flame ist eine Pizza. Okay. Und der geht jetzt mehr los! Flame, oh no! Ich hatte mal so Käsetaschen. Und ich bin auf die Idee gekommen, die auf so ein kein Blech, sondern dieses geriffelte Ding zu machen. Also das, was so Lücken hat. Und die sind dann während des Backvorgangs ist der Käse darin geschmolzen und ist dann durchgetropft auf den Boden des Backofens. Dann hat es bei mir auch fast gebrannt. Nee, nicht gebrannt. Es hat geraucht. Es hat stark geraucht. Gebrannt hat es nicht. Da waren wir noch ein bisschen von entfernt. Aber es war nicht die angenehmste Erfahrung. Sandy ging ans Fenster und in der Nachbarschaft erklang ein Lied. How let the fly. Oh mein Gott, sein Nachname. Warte, wie war sein Nachname? Ich habe seinen Nachnamen gar nicht gesehen. Er ist ein Professor. Die Freuds haben mal auf eine Doku reagiert. Da hatte ich noch nicht das Praktikum bei ihnen. Da ging es mir so ähnlich wie ihr, dass ich mir diese Doku angeguckt habe, also die Reaction, und so dreimal zurückgegangen bin und mir den Namen der Person durchgelesen habe. Bis mir dann irgendwann klar geworden ist, dass das einfach mein Professor war. Und dann habe ich mir wirklich die ganze Zeit diese Reaction von den Freuds auf meinen Professor so angeguckt und war so, lol. Das war für mich so ein What the fuck-Moment, als die einfach sich eine Doku über meinen Professor angeguckt haben. Es war richtig merkwürdig. Es war für mich wirklich richtig, richtig merkwürdig. Also, keine Ahnung. Die haben sich doch über seinen Namen lustig gemacht und ich war so, ah, ja gut. Der Doktor. Was denn? Steven! Kommen da Arme aus seinem Unterleib? Einfach nein. Ich konnte jetzt
teilweise nicht so gut auf die ganzen Alerts und so ein. Ich finde es so schön, dass sie das gefühlt hat. Eingehen. Aber ich wollte mich einmal fett bedanken für den Support bis jetzt. Absolut insane. Wirklich, ich weiß es mega zu schätzen. Ich wusste nur, am Anfang vor allem war ich übel überfordert. Keine Sorge, das bin ich am Anfang von gefühlt jedem meiner Streams, Chat, ey. Ey! Dann gehen Sie auf Spiel beitreten. Dann geben Sie hier einen Zimmercode ein. Und vorher wechseln Sie einmal auf Just Chatting, damit der Chat nicht sieht, welchen Code ich eingebe. Danke für 100 Follower. Der 24-Stunden-Stream ist in Planung. Als ich 100 Follower erhalten habe auf Twitch, habe ich einen 12-Stunden-Stream gemacht. Erstens bin ich schon während des 12-Stunden-Streams halb gestorben. Zweitens hat mein Mitbewohner mir ständig das Internet ausgestellt, weil er es witzig fand. Ich fand es cool, 100 Follower erreicht zu haben. Ich habe aber Menschen auch ein bisschen gehasst. Ein ganz kleines bisschen. Daniel, du musst auf Just Chatting wechseln. Mach ich. 1, 8, 3. Man sollte ihn dann auch nicht sagen. Ich wusste gar nicht, dass es einen neuen Schwierigkeitsgrad gibt. Ja. Was du alles nicht weißt. Ein noch unter. Sie ist nicht echt! Sie ist nicht echt! Oh. Anfänger? Cool. Den nehmen wir. Voll Noob. Was ist das? Was ist das? What is this? What is this? Oh Mann, ich bin eigentlich wirklich, ich weiß nicht, was mit mir los ist, Mann. Ich verstehe das nicht mehr. Vielleicht war ich auch einfach früher jünger oder so und deswegen hat man irgendwie besser. So, und weißt du was, Frozen? Früher war alles besser. Ja, ja. Du willst doch nur in den Schleudersitz. Natürlich. Warte, ich mach vorher das Cockpit aus. Hallo, wie geht's? Guten Flug. Moo! 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 Oh mein Gott! Sie hat die Kuh getriggert! Hey Brody, welches Programm nutzt du für deine Videos? Meine Videos, YouTube, gucke ich die. Hä? Das hier. Okay. War mal mein Lieblingsrock. Mein Lieblingsrock. Das hier war mal mein Lieblingsrock. Das hier war mal mein Lieblingsrock. Und jetzt ist er es nicht mehr. Wo ist mein Leichending? Boah, das ist so cool. Hier ist es. Oh. Greifer, ich bin der Aggressor. Aktion, Reaktion. Ach du Scheiße. Ach du Kacke. Stirb, Huhn! Gut. Einfach mal, ich wollte nur gucken. Wo ist die Reaktion? Wo wird ihr von wütenden Hühnern verfolgt und aufgespießt? Ah ja, doch, hat alles. Nee, hat alles funktioniert. Ich dachte nur wegen der Webseite, weil ich weiß, dass er das hier, da. Alles fantastisch funktioniert. Ich bin schon. Achso, du musst ja mich erst. Was? Ha? Chat, bin ich jetzt doof? Hört ihr das auch? Ja, das war doch Alexa, oder? Was? Hä? Was ist denn los, Katzelein? Warte, ich, wie können wir dir helfen? First up. Es war doch Alexa, oder? We have Qubit Studios, a small team whose game Infinitesticles has not only received an. Infinitesticles? Heißt das Game Infinitesticles? Also bin ich ja gerade auf der falschen Fährte oder habe ich gerade die falschen Sachen im Kopf? Heißt das Spiel Unendliche Hoden? Ah, 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 ah!
Stoffspinne vom Ehemann. Mies. Oh, was gefunden? Verlorener Rucksack. Der erste Loot! Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist Zeit für den ersten Loot in Diablo 4. Das war der Aufruf. Abonniert Twitch Clips Germany oder, falls ihr Bock habt, auch meinen Kanal. Auf jeden Fall bin ich super happy, dass ihr die Reaction bis hierhin mit mir gemeinsam geguckt habt. Falls du jetzt noch Bock haben solltest auf ein weiteres Video, findest du hier bestimmt noch einen Vorschlag. Sonst sieht man sich bestimmt bald wieder auf YouTube oder auf Twitch. Bye, 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 bye. Habt noch einen schönen Tag.